Frühstück. Ja, grüß dich, Frank. Ja, was würdest du denn schätzen, wie viel älter als die Orgel in der Stadtkirche ist, die Orgel hier in der... Blödsinn, wie viel... das machen wir nochmal. Kirchhain. Ja, am 8. September ist nicht nur Landratswahl, sondern auch Tag der Orgel, veranstaltet von der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Das war ein Grund für mich, um einen neuen Beitrag für mein Kirchhain zu produzieren, in dem es auch um das Thema Orgel geht. Wie funktioniert sie? Was kann man damit machen? Darum ging es mir oder geht es mir in diesem Beitrag. Ich habe selbst keine Ahnung von der Orgel, aber ich kenne jemanden, der hat sie. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Ihr hört ihn bereits im Hintergrund. Grüß dich, Frank. Hallo. Hallo Peter, grüß dich. Ja. Ja, schön, dich zu sehen. Ja. Erzähl doch erstmal unseren Zuschauern, wer du überhaupt bist. Ja, also ich bin hier so ein bisschen das musikalische Urgestein hier in der Gemeinde. Ich bin hier seit 1988 Bezirkskantor im Kirchenkreis und seit ungefähr 1999 Organist hier in Kirchhain an der Martin-Luther-Kirche. Hier sind wir ja in der Martin-Luther-Kirche und unten in der Stadtkirche. Ja, ich mache ein bisschen Organistenausbildung. Ich gebe Orgelkonzerte, also alles das, was so ein Kirchenmusiker so alles macht. Ja, wo kann man dich normalerweise sonst so grob abgesteckt hören? In welchen Kirchen? Ja, also man hört mich meistens in diesen Kirchen hier. Ne? Und ich habe natürlich auch noch eine initiierte Bauerbacher Konzertreihe mit 9 Konzerten im Jahr. Da hört man mich eigentlich ständig und nicht nur eigentlich, sondern ganz dauerhaft ständig. Ja, genau. Ja, jetzt bin ich ja heute hier, weil wir ein wenig was über das Instrument Orgel erfahren möchten. Ja, super. Da kannst du uns bestimmt ein bisschen weiterhelfen. Und ich habe natürlich auch gleich die erste Frage. Ja. Denn wie funktioniert denn überhaupt so eine Orgel? Wie kommen denn überhaupt Töne zustande? Das ist ja jetzt nicht so, dass man ein Knöpfchen drückt und... Ja, ja, natürlich. Ist eine gute Frage. Wenn ich die jetzt ausführlich beantworten will oder beantworten soll oder wie auch immer, dann würde ich sagen, dann hätte ich bis morgen früh zu tun. Ich mache es mal ganz einfach. Ja. Die Orgel braucht Wind. Den Wind bekommt sie von einem Gebläse. Früher gab es Leute, die mussten Bälge treten, das muss man heute nicht mehr. Das Gebläse ist in der Orgel drin. Wenn man ganz leise ist auf dem Video, wahrscheinlich spreche ich viel zu laut, würde man es auch hören. Ja, und da ist die Windversorgung und die Tasten sozusagen, die steuern die Ventile unter den Tasten, also unter den Pfeifen, sorry. Wenn ich eine Taste drücke, zum Beispiel wie jetzt, geht ein Ventil sozusagen unter der Pfeife auf. Die Luft strömt in die Pfeife, je nachdem, was ich hier für Sounds vorgewählt habe, fängt dann entweder ein lauter Ton an zu spielen oder ein leiser. Jetzt ist gerade mein leiser dran, ne? Der ist lauter und du merkst, es sind auch unterschiedliche Tonhöhen da, ne? Das siehst auch solche Nummern. Ich weiß nicht, ob du mal mit der Kamera rangehen kannst, ne? Genau, und da siehst du diese Fußlängen, also das sind Fußangaben, so alte Maße sind das, ne? Mhm. 8 Fuß und so weiter, 4 Fuß, und da kannst du ja in etwa ausrechnen, 8 mal 4 Fuß sind 2,40 Meter. Ja. Und dann siehst du, wenn du hast eben schon so toll mit der Kamera rumgeschwenkt auf die Pfeifen, du siehst jetzt im Moment nur Metallpfeifen, die sind aber auch Holzpfeifen in der Orgel, die siehst du nur im Moment gerade nicht. Das, was du siehst vorne auf der Schauseite, das ist ja der Prospekt der Orgel. Ja. Das ist so ein, das sind die hochwertigsten, so vom optischen her, die hochwertigsten Pfeifen. Und da haben wir also Zinn-Bleigehalt und je heller die schimmern, umso mehr Zinn ist da in der Pfeife mit drin. Ne? Und
Und ich, was soll ich dir noch erklären? Ach, frag doch einfach ein bisschen mal. Ne? Ich sehe hier gerade, das Offensichtlichste an dem Instrument selbst ist ja, dass es hier anscheinend zwei Tastaturen gibt. Heißt das überhaupt Tastaturen? Ja, ja, das ist schon ziemlich richtig. Also im Grunde betaste ich diese Tasten, aber eigentlich heißen sie Manuale. Ne? Und diese Manuale steuern verschiedene Werke einer Orgel. Werke musst du dir vorstellen, es gibt so eine Registergruppe, die nennt man Hauptwerk. Das ist diese hier. Das sind die stärksten Stimmen angesiedelt und die stärksten Stimmen sind bei der Orgel oben, am weitesten oben. Mhm. Hast du eben schon mit der Kamera drauf gefilmt. Ja. Dann gibt es diese Registergruppe, ne? Die ist für diese Pfeifchen hier oder kleinen Pfeifen in diesem Schwellwerk, sagt man, zuständig. Ne? Du siehst hier so eine Klappe, die kann ich auch mit dem Fuß steuern und kann dann sozusagen auch den Klang der Orgel noch etwas abdämpfen, wegschwellen. Ja? Ist eine ganz tolle Sache. Und, wie hört sich das dann an? Ja, können wir ja mal, genau, können wir einfach mal machen und können mal gucken, was da so passiert. Ne? Ich mach mal ganz zu, ne? Erstmal. Macht eine Menge aus, ne? Wenn man so eine Schwelle aufmacht, denke ich mal. Das, ne? was Bläser normalerweise mit dem Mund ein bisschen beeinflussen. Ja, genau. Ne? Also im Grunde genommen ist es so, dass was sie mit dem Mund beeinflussen können schon, aber im Grunde genommen wird ja hier alles weggedämpft. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir den Luftdruck verändern, sondern wir machen einfach den Kasten zu. Ne? Ich habe eben von den Registern gesprochen, ne? Die klingen alle auch sehr unterschiedlich, haben ja auch besondere Namen. Ne? Prinzipal für die Altlateiner, Principere, führen. Kannst du mal so ein paar Beispiele für die gängigsten Register bringen? Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal den Prinzipal nehme, ne? Dann nehmen wir einfach mal sowas. Genau. Kannst du auch mischen, ne? Das sagt man so, ja, da gibt es so ein Fachwort, sagt man additive Synthese. Naja, gut, okay. Jetzt mischen wir schon ein bisschen, ne? Hast du gemerkt, ich habe ein höheres Register dazu genommen. Wie würde denn jetzt nur das Register klingen? Das würde, weil es ja einen Vierfuß hat und nur halb so lang ist, würde es eine Oktave acht Töne höher klingen. Okay. Also schau mal, wenn ich so mache, jetzt nehme ich den mal weg, ne? Ja, und dann merkst du, eine Oktave höher und der Zweifuß ist nochmal eine Oktave. Ja. Aber es ist quasi alles so dieselbe Stimmfarbe, um es sozusagen. Ja, Stimmfarbe. Es gibt die starken Stimmen, ne? Die nennt man die Prinzipalstimmen, und es gibt die Flötenstimmen. Ja. Ne? Also wenn du jetzt starke Stimmen registrieren willst, dann hättest du sowas hier. Das gleiche mit Flötenstimmen wäre das. Ne? Hört sich doch völlig anders an, finde ich. Ne? Genau. Und dann hast du noch sogenannte Obertonregister. Das sind so Register, die kann man alleine gar nicht spielen. Zum Beispiel hier die Mixtur. Also mit der verjagst du wirklich jede Fledermaus sozusagen aus der Kirche. Ne, das wäre sowas. Ja, die hat aber durchaus ihre Berechtigung. Denn wenn ich ein Stück ohne Mixtur spielen würde, ich spiele einmal ohne Mixtur. Ne? Also das dann so. Und jetzt mit Mixtur. Ja. Deutlicher Unterschied. Waren das jetzt alles mit Metallpfeifen, die da klingen? Das waren alles Metallpfeifen, die da klingen. Und wir haben auch noch eine ganz besondere Sorte von Pfeifen. Das sind sogenannte Zungenpfeifen. Mhm. Also das sind nicht nur die Pfeifen, wie du sie da eben schon gefilmt hast. Das sind ja sogenannte, wir sagen Lippenpfeifen dazu. Sie sehen auch so ein bisschen aus wie der Mund von einem Menschen. Ne? Oberlippe, Oberlabium und so weiter. Und innen drin gibt es aber auch Pfeifen in der Orgel, die haben so schwingende Zungen. Also wie ein Akkordeon praktisch oder eine Mundharmonika. Ne? Und die klingen ganz, ganz, ganz anders. Ja, die klingen nämlich so. Ja? Also im Grunde genommen ein bisschen heroischer, ein bisschen schärfer. Die peppen also den Klang der Orgel auch gewaltig auf. Ohne eine Zunge würde ein Stück zum Beispiel so klingen. Und jetzt mit Zunge. Im Pedal haben wir auch noch eine Zunge, ne? Hörst du die? Ganz schöner Sound, finde ich. Ne? Ein alter Kühlschrank. Ja, ja, also okay. Wenn das Aggregat anspringt. Wenn das also
das Video geht jetzt nicht an den Orgelbauer, würde ich sagen. Ja, genau, also im Grunde genommen deckt die auch sehr, sehr, sehr schön ab. Ne? Und ja, und einmal im Jahr wird so eine Orgel gestimmt. Ne? Dann, denn die verstimmt sich natürlich auch, was die Temperaturen angeht, auch mit den Temperaturen. Ne? Und ja, und die Pfeifen sind natürlich auch unterschiedlich, ich mal sag so im Ausdehnungskoeffizienten. Das heißt, die Lippenpfeifen verstimmen sich anders als die Zungenpfeifen. Das heißt, sie müssen ein bisschen angepasst werden im Laufe des Jahres. Du hast aber Glück heute, der Orgelbauer war gerade da. Also, ja, genau, ja, der richtige Zeitpunkt. Genau, der richtige Zeitpunkt, genau. Hast du noch irgendwas? Ja? Wie ist das denn eigentlich, du hast eben gerade was von Holzpfeifen gesagt. Hat das Instrument hier auch welche? Ja, das hat auch Holzpfeifen innen drin. Die Gedakt... Bitte? Wie klingen denn die? Ja, die Holzpfeife zum Beispiel, das hier ist eine Holzpfeife. Nur die siehst du nicht. Ja, ich kann dir einfach mal zeigen. Und zwar so. Schöner Klang, ne? Ja, ja. Ja, die klingen ein bisschen dumpfer insgesamt, ne? Dann haben wir natürlich auch noch solche ganz besonderen Pfeifen, die hast du vielleicht auch schon gesehen, eben als du da reingefilmt hast. Die haben so ein Röhrchen, ne? Die ist die Rohrflöte, die klingt an sich auch relativ dumpf. Aber diese ganz dünnen Röhrchen? Nee, ganz hinten, ja, hinten die etwas von der Mensur, also von der Größe ein bisschen größer sind, aber die haben oben nochmal so ein Röhrchen drin. Ah ja, genau, quasi bringt, hier die hintere Reihe. Ja, oder? Genau, ja. Und das bringt dann nochmal so ein bisschen mehr Glanz in die. Die Pfeife ist ja gedeckt, ne? Sie ist also wie so ein Becher oben drauf, ne? Und wenn ich das jetzt mal spiele, dann hört sich das gleiche Stück, dann hört sich das nämlich so an. So. Alles klar? Mach nochmal vorher. Ist ein ganz anderer Klang, ne? Ja. Ja, und jetzt habe ich gerade gesehen, du hast hier unten auf Knöpfchen gedrückt. Ja. Was ist das denn? Ja, natürlich. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir hier an einer Orgel sitzen, die schon ein bisschen größer ist. Also die findet man jetzt nicht so in Hintertupfingen irgendwo, sondern wir sind hier in Kirchheim. Kirchheim hatte schon das Geld, sich ein bisschen eine größere Orgel zu leisten. Mhm. Diese Orgel hat eben Möglichkeiten sozusagen auch in der Programmierung. Ja. Ja? Und wir können zum Beispiel die Ebenen miteinander verschalten. Das heißt, ich kann die Klangfarben von dem Manual hier dran koppeln, ja, und ich kann auch das Pedal sozusagen, oder ich kann die Klangfarben von den Manualen unten auch ans Pedal koppeln. Das mache ich mit diesen Knöpfchen, die du eben gerade angesprochen hast. Ja. Ne? Also wenn ich die Knöpfchen nämlich jetzt nicht drücken würde, hätte ich jetzt überhaupt kein Register gedrückt. Und wenn ich jetzt sozusagen ganz einfach mal sage, ich möchte mein erstes Manual, also den Sound, den ich hier habe, da unten mit dran haben, drücke ich ganz einfach 1 an Pedal. Mhm. Hörst du das? Und dann habe ich es jetzt hier unten mit drin. Ach, das geht dann über... Ja, da sind ja auch noch Füße. Ja, es sind auch noch Füße, ja. Ja. Na, also wir haben, also wenn du mal genau durchzählst, also bis hier sind es 25, 26, 27, 28, 29, 30 Pedaltasten, ja. Und PDs, ne, Füße sozusagen. Das heißt, wir haben im Grunde genommen mit den Füßen auch zu tun. Ich zeig dir das mal, ja. Ich hoffe, ich treffe jetzt alle Tasten. Ja, immer, das ist immer so eine Sache, wenn die Kamera läuft, ne. Ja, oder sowas. Du merkst schon, die tiefen Sounds sind unten im Pedal. Ja, und das Pedal deckt noch so richtig toll ab. Also da hat man einen richtig festlichen Klang, wenn man das heißt, spielt. Also ein Orgelspieler muss nicht nur mit den Händen, sondern auch noch mit den Füßen richtig gleichzeitig arbeiten. Genau, ich zeig dir das mal. Wenn du jetzt ohne Pedal spielen würdest, würde das Stück so klingen. Ja, so, und jetzt machen wir diese ganze Geschichte mal mit Pedal. Ja. Andere Stücke, ne? Wenn du ein bisschen mehr Pedaleinsatz haben willst, kannst du natürlich auch bekommen. Dann sehe ich gerade, du hast da ein Pedal in der Mitte. Damit hast du ja eben gerade hier oben diese, ich sag mal laienhaft, Lamellen geöffnet. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Das ist natürlich der Schweller. Ne? Schweller, genau. Genau, das ist der Schweller. Und dieses Teil macht natürlich keine eigenen Töne. Das muss man einfach nur mal sagen. Das nimmt wirklich nur den Klang weg. Ne?
Aber das macht sich natürlich schon bemerkbar. Ich zeig dir das mal eben. Ja. Und zwar, wenn du ein Stück spielst. Jetzt habe ich zu, ne? Merkt man schon deutlich, ne? Dann sehe ich gerade, da sind noch so Knöpfe auch mit dran. Sind das auch Register? Nein, das sind keine Register. Das sind Entsprechungen. Schau mal, hier oben leuchten so ein paar Sachen. Siehst du die Knöpfe hier? Ja. Da steht dasselbe drauf wie hier auch. Ah, okay. Das heißt, das ist eine Koppel, ne? Das heißt, das erste Manual wird gekoppelt, ne, an das Pedal. Und hier wird das zweite Manual mit gekoppelt und so weiter und so fort. Und dann haben wir hier noch diese wunderbaren Haifischzähne, ne? Ja. Ich sage mal Haifischzähne, die sehen irgendwie richtig gefährlich aus. Das sind sogenannte freie Kombinationen. Das heißt, ich kann die Orgel vorprogrammieren. Ich kann dir das auch mal zeigen, wie das so ist. Das heißt, nehmen wir mal an, ich wollte mal von ganz laut auf ganz leise kommen. Und das ziemlich schnell. Dann würde ich mir einfach die leise Klangfarbe hier vorprogrammieren. So, ja. Und würde dann in dem Moment von ganz laut auf ganz leise gehen wollen. Also nehmen wir einfach mal an, ich wäre jetzt mal richtig laut. Ja, zum Beispiel so. Müsste man natürlich den richtigen Knopf drücken. So, kannst du nochmal zeigen? Ja, ja. Hab eben den falschen Knopf erwischt. Ja, passiert auch manchmal, ne? Gemerkt? Okay, das heißt, du kannst da quasi schon im gleichen Ton. Genau. Ich kann da, im Grunde genommen kann ich also wirklich schon vorprogrammieren. Ne? Und wenn da nicht genug Hände frei sind, dann machst du es mit dem Knie. Genau, das heißt, sonst müsstest du an einer kleineren Orgel, müsstest du noch Leute mit dabei haben. Die müssten dir sozusagen Knöpfe ziehen. Das kann ich hier mir ersparen, indem ich gewisse Dinge einfach schon vorprogrammiere. Ja, oder ich hab auch schon mal in einem Video gesehen, es gibt ja auch die ganz großen Orgeln mit 6 Tastaturen oder Manualen, besser gesagt. Und dann, wer weiß, wie viele Hunderten von Registern links und rechts. Und da hatte ich dann auch gesehen, da stehen manchmal noch ein, zwei Leute daneben, die dann für den Organisten die Register ziehen. Genau, ja. Und übrigens, nur mal zum Vergleich, wir haben natürlich eine Riesenorgel auch in Marburg, in der Elisabethkirche, ne? Da hast du die Möglichkeit, das nicht nur zweimal zu machen, vorzuprogrammieren, sondern 9.999. Also da funktioniert es in Digitaltechnik. Ne? Und dann wählst du einfach eine Nummer an. Wenn du da hinkommst und sagst, ich heiße Frank, möchte gerne Orgel spielen, möchte ein Konzert spielen, dann sagt dann der Herr Nils Kuppe von der Elisabethkirche, darf man mal sagen, Frank, du darfst die Kombination 8.000 mit 9.000 benutzen, so ungefähr. Und sowas haben wir hier nicht. Das ist nur, also, ne, ist der etwas kleinere Orgel. Was ist denn eigentlich so der, ich meine, wir haben ja jetzt hier in Kirchhain, wenn wir mal die katholische Kirche weglassen, das ist keine böse Absicht, aber wir haben ja in Kirchhain 2 Orgeln. Ja. Was ist denn so der große Unterschied zwischen dieser Orgel hier und der Orgel in der Stadtkirche? Ja, also... Also die entscheidendsten Unterschiede. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage, würde ich mal sagen. Also, na gut, das ist wirklich hochprofessionell schon gestellt. Diese Orgel hier hat eine sogenannte barocke Disposition. Jetzt muss man einfach sagen, barock ist das Zeitalter, ist ja klar, im Grunde genommen fängt so ungefähr 1600 an und hört 1750 auf. Und wir haben hier eine Orgel, die hat Klangfarben, die orgeltypisch sind. Also die wirklich richtig nach Pfeifenregisternamen eben gehen, wie Prinzipal, Oktave, dann Nachthorn, das sind alles Orgelregister. Unten in der Stadtkirchenorgel haben wir eine französisch disponierte Orgel. Das heißt, wir haben da mehr Streichregister drin. Die Stadtkirchenorgel, die ist per se nicht so eine Barockorgel, die wie eine Orgel klingen soll, sondern sie soll mehr ein Orchester imitieren. Also das ist der große Unterschied. Ja. Da würde ich sagen, gehen wir doch mal kurz rüber und schauen es uns an, oder? Ja, das machen wir gerne. Da ist das gute Stück. Ja, wir sind also jetzt in der Stadtkirche und was würdest du denn grob schätzen, wie viel älter ist denn diese Orgel im Vergleich zu der in der Martin-Luther-Kirche? Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir ungefähr 100 Jahre
Unterschied haben, sozusagen im Alter. Die Orgel selbst ist auch wunderbar hier in der Vignette mit angegeben, stammt aus Gelnhausen von dem Orgelbauer Wilhelm Ratzmann. Das ist eine Orgelbauerfamilie aus Thüringen, Deutschland, deutschlandweit aktiv, sozusagen mit über 170 Orgeln. Und das ist eine ganz besondere Orgel, die nur über Wind gesteuert wird. Das heißt also, wir haben überhaupt gar keine mechanischen Teile in dem Sinne drin, wie so abstrakten Wellenbretter wie oben in der Martin-Luther-Kirche, die du auch schon aufgenommen hast. Genau, das haben wir auch schon gesehen. Genau, und also hier läuft alles über Bleiröhrchen, ne, in dieser Orgel. Das heißt, ich öffne hier ein Ventil und ein Spielwind geht direkt bis unter das Spielventil der Pfeifen. Ich habe also alles sozusagen in einem windgesteuerten Organismus. Ja, also wie wir gerade sehen können, auch jede Menge Luftdruckschläuche, Druckluftschläuche, die unter der Orgel entlang gehen und ja, also ein Reizkabelgewirr. Ja. Jetzt sehe ich hier, haben wir hier unten sogar noch ein zusätzliches Pedal oder eine Rolle. Das hatten wir drüben zum Beispiel bei der Martin-Luther-Kirche ja nicht. Was kann ich denn damit machen? Ja, das ist völlig richtig. Wir befinden uns ja hier an einer Orgel, die sozusagen romantisch disponiert ist. Das heißt, sie hat weniger helle Klangfarben als orchestrale Klangfarben. Ich würde einfach mal sagen, die Franzosen würden sagen, es ist ein Orchesterimitat. Wir haben hier tatsächlich eine Walze, so nennt sich das, eine Crescendo-Walze, die auch in der deutschen Romantik eben sehr oft verbaut wurde. Ich kann die eben mal vorführen. Ja, bitte. Du siehst hier zum Beispiel, sieht aus wie so ein U-Boot-Tiefenmesser. Wenn ich diese Walze bewege, bewegt sich auch dieser Zeiger. Ja? Und der Orgelbauer legt bei einer Walze ganz einfach fest, welche Register er dynamisch zugeschaltet haben möchte, also von der Kraft her. Ich zeige dir das eben mal. Jetzt habe ich also gedrückte Tasten, ne, oder mach mal so. Und jetzt fange ich an, mit meinem rechten Fuß sozusagen selbst mir zu registrieren. Über festgelegte Registrierung. Und das wird dann sich so anhören. Also nicht, dass die Pfeifen selber leiser oder lauter werden, sondern dass einfach noch Pfeifen hinzugeschaltet werden. Genau, es werden einfach Pfeifen zugesteuert. Das hat den Vorteil, dass ich natürlich relativ indifferent Klänge, Register dazuziehen kann, kann aber etwaig auch mein romantisches Orgelwerk ohne Registranten, also ohne jemanden, der mir hier die Register drückt und zieht, selbst registrieren. Wenn ich einen Fuß frei habe, ne? Ich muss natürlich den rechten Fuß hier unten auf dem Rollschweller stehen haben. Ja. Und das andere Teil kennst du schon von der Martin-Luther-Kirchen-Orgel. Das ist ganz einfach ein Jalousieschweller, den hatten wir uns eben schon mal angeguckt in der Orgel. Der ist nur hier nicht so gut sichtbar. Der geht im Grunde genommen sozusagen nach links weg in der Orgel. Man sieht es vielleicht, wenn du durch die Orgelpfeifen so ein bisschen durchfilmst. Da sieht man die Bewegung des Schwellers. Ja, der ist sehr effektiv bei der Orgel. Genau, beweg doch mal den Schweller. Ja, ich bewege den gerade und zeig dir einfach mal, wie schön diese wunderbare Orgel verschwindend gering in der Lautstärke werden kann. Gerne. Ja. Toll, ne? Richtig tolle, streichende, eng mensurierte, sagt man, ne? Sounds sind das. Also ich bin total begeistert hier von dieser Orgel. Das heißt, die Kirche in der Gemeinde hat natürlich auch die Möglichkeit dadurch, dass sie völlig unterschiedliche Instrumente hat. Einmal ein barock disponiertes Werk oben und dann dieses romantische Werk, ganz unterschiedliche Literatur darzustellen. Also ich weiß nicht, ob den Kirchen das so bewusst ist. Also die Orgeln ergänzen sich hervorragend, was die Stile angeht. Ne? Genau. Jetzt sehe ich gerade, dass diese Orgel auch anscheinend ein paar mehr Register hat als die in der Martin-Luther-Kirche. Ganz genau. Das heißt, wir kriegen ja auch dadurch wahrscheinlich ein paar mehr unterschiedliche Töne zustande. Ja, genau. Kannst du dafür mal ein paar Beispiele bringen? Ja, natürlich. Also was meine Vorlieben hier bei dieser Orgel sind, das sind diese wunderschönen leisen Klangfarben. Ja, und die zeige ich dir ganz einfach mal. Ich spiele mal ein Stück von Rheinberger an. Das ist ein romantischer Komponist und dafür ist die Orgel bestens geeignet. Ich registriere mal um
und geh ganz leise in die Klangfarben. Man hört da schon fast mehr Geräusche als Töne. Ja, vor allem, was mir eine tolle Sache, ist, ne? Was mir aufgefallen ist, wir haben hier einen sehr, sehr tiefen Bass, den man fast schon mehr spürt als hört. Genau. Das haben wir eben gerade auch, wir sind mal kurz durch die Orgel gegangen, da haben wir auch hinten gesehen, da gibt es auch Holzpfeifen und auch ein paar sehr große, die dann plötzlich einen 90-Grad-Knick haben. Was genau, das sind gekröpfte Pfeifen. Ne? Also im Grunde genommen kommt man manchmal mit der Gehäusehöhe nicht ganz hin, ne? Und da ist es Usus, ganz einfach die Pfeifen auch zu kröpfen, so dass man tatsächlich auch die Pfeifenlänge voll ausgebaut bauen kann. Tiefste Register ist hier 16 Fuß, wie oben auch in der Martin-Luther-Kirche, nur wir haben hier zwei 16 Füße. Also wir können sagen, dass die Dynamis, also die Kraft, die Energie dieser Orgel wirklich stärker ist. Nicht? Und wir haben hier auch ganz tolle, sogenannte vom Orgelbauer her definierte Festregister. Der hat der Orgelbauer hier mit so, das kann, wenn du hier drauf gehst, ne, siehst du es vielleicht, da steht dunkel, hell. Die hat der Orgelbauer mal festgelegt und hat gesagt, okay, das passt gut als Klangmischung. Wenn man sich nicht so ganz so doll auskennt bei der Orgel, kann man diese auch drücken und hat dann sozusagen eine Art Preset, also ein fest vorgefertigtes Register. Eben mit. Kannst du dafür auch mal ein paar Beispiele bringen? Ja, natürlich. Wenn ich jetzt hier auf dunkel drücke, ne, dann merkst du also auch, dass wenn ich das gleiche Stück nochmal spiele, dann hast du einmal dieses. Nicht ganz so dunkel. Also merkst, man kann schon ganz schön aufregistrieren. Ich finde das bei der Orgel total klasse. Ja. Was haben wir denn sonst noch? Du hast eben gerade oder vorhin angesprochen, dass das hier eine französische Orgel ist. Ja, nicht eine französische Orgel. Also es ist mehr eine Orchesterorgel, weißt du? Und im Grunde genommen haben wir eben Streicherklangfarben drin, die in der Bauform sind die also sehr, sehr, sehr schmal und sehr, sehr, sehr hoch. Und der Aufschnitt, also das Labium, das haben wir da oben auch schon gesehen, diese Lippenpfeifen, sind also sehr, sehr, sehr schmal gehalten. Und was dabei rauskommt, sind dann eben auch wirklich wunderbare Streicherklangfarben. Mhm. Also zum Beispiel sowas hier. Ich weiß nicht, ob man es gut hört. Ja, toller Klang, ne? Und dann habe ich noch gesehen, da waren so trompetenförmige Pfeifen in der Orgel. Genau, das sind die Zungenregister, ne? Die hast du gesehen, da sind an der Seite, kommen da auch so Stimmvorrichtungen raus, ne? Da haben wir natürlich nichts dran gemacht, weil wir auch nicht die frisch gestimmte Orgel jetzt wieder verstimmen wollten. Und da könnte man natürlich auch mit Zungen arbeiten, es hört sich dann so an, ne? Ja. Das sind also dieselben Trompeten oder Arten, die wir schon in der Martin-Luther-Kirche gehört haben. Genau, die klingt hier noch vielleicht etwas charmanter, also nicht ganz so aufdringlich. Und es ist sozusagen, hat eine ganz große Besonderheit, die ist nämlich ein sogenanntes Transmissionsregister. Mhm. Das heißt, die kannst du auf jedem Manual spielen. Man denkt hier steht Trompete und da hinten steht nochmal Trompete. Ja. Ja, man denkt, das sind zwei Register. Pustekuchen, das sind nicht zwei Register, das ist ein und dasselbe Register, kannst du aber von mehreren Ebenen ansteuern. Mhm. Und das ist auch interessant. Die Orgel selbst, hier oben hast du auch nochmal diese Knöpfe, die hat eine freie Kombination, du kannst da einmal vorprogrammieren und über diese sogenannten, wie eben schon erwähnten, Hell-Dunkel-Geschichten kannst du auch nochmal separat vorprogrammieren. Mhm. Also an sich eine tolle Sache. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück in die Stadt, in die Martin-Luther-Kirche, oder? Ja, gerne. Okay. Ich spiele dir noch zum Ausflug vielleicht irgendwas Nettes. Ja, genau. So. Mhm.
zurück. In der Martin-Luther-Kirche. Ja. Wie ist das denn eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel selber gerne Orgel spielen würde? Ja. Die steht ja nur nicht in jedem Wohnzimmer. Wie kann ich das denn? Ach ja, dafür bin ich natürlich da, Frank. Ne? Und wir haben uns natürlich auch, das heißt der Kirchenkreis Kirchhain, der evangelische Kirchenkreis, hat sich so ein paar Gedanken gemacht. Ne? Mhm. Es ist grundsätzlich möglich, du kannst bei mir Orgelunterricht nehmen. Das ist eine ganz gute Sache. Du kannst also jede Woche bei mir Orgelunterricht haben. Du kannst den sogar Bezuschuss bekommen, also für die Leute, die nicht so viel Geld ausgeben wollen. Wir haben im letzten Jahr eine Werbeaktion gemacht, die heißt Spielen Sie auf der Königin. Ja. Ja, wir haben ein Logo entwickeln lassen von einem Kasseler Grafikunternehmen. Ne? Also schon, das finde ich sehr ansprechend eigentlich. Ne? Und dann haben wir auch noch einen sogenannten Flyer in Altarpfalz. Also der geht richtig weit auf hier. Also da ist es erst nochmal, Spielen Sie auf der Königin. Mhm. Ja. Wenn ich den so aufklappe, sieht man so ein wunderbares, schönes Bild von unserem Dekan Herrn Köhler drin. Auch noch ein paar Zitate sind da drin, auch von Benedikt. Ne? Wir sind ja also voll ökumenisch sozusagen. Ja. Die Flyer liegen überall in den Kirchen aus. Ne? Und wenn ich die mal rumdrehe, siehst du dann auch noch gerade die Orgel, an der wir uns jetzt hier befinden. Ja. Nochmal, ne? Und die andere Orgel ist die Kirche in Bauerbach. Mhm. Ne? Und wir bieten also an vom Kirchenkreis, ich komme gerne in die Kirchen, das heißt, ich gebe gerne Unterricht in den Kirchen. Die Leute bekommen viermal im Monat Unterricht und das für ein sehr, sehr, sehr schmales, sagen wir mal Honorar, was natürlich gefördert ist von der Kirche her. Ne? Ja, was alle kennen, ist natürlich das Stück sozusagen. Ja. Ne? Das spiele ich aber nur ganz kurz an, weil es alle kennen. Ja. Ne? Also das ist also schon, schon fast ein klein wenig, lassen wir das mal lieber. Ne? Ja. Okay, ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Genau. Für die Musiker kommt es wahrscheinlich schon zu den Ohren. Spätestens, wenn das kommt. Spätestens dann wissen sie, es ist die Toccata von Bach. Ne? Ja, aber genau. Das ist natürlich das, woran die meisten Menschen denken, wenn sie an Orgelmusik denken. So ist es. Ja, und das ist vielleicht nicht unbedingt das, womit man vielleicht auch jüngere Menschen lockt, dieses Instrument zu spielen. Ja. Was gibt es denn dann noch so für Variationen, die eine Orgel insgesamt hat in der Musik an solches? Also Variationen, es ist ja so, es ist eine Frage der Literatur. Ne? Also wir haben ja natürlich in der klassischen Ausbildung als Kirchenmusiker spielt man natürlich die klassischen Komponisten erstmal. Mittlerweile hat man aber gemerkt, dass man eine gewisse Gruppe in der Gesellschaft nicht mehr erreicht. Das heißt, man schwenkt auch mal ein bisschen um und sagt, was kann die Orgel denn tatsächlich noch? Sie ist dafür zwar nicht gedacht, aber was kann sie noch sozusagen? Sie soll sich nicht selbst verleugnen. Das, was in den Jahrhunderten davor gewesen ist, ist natürlich alles top und alles super. Aber man möchte halt auch Jugendliche sozusagen in ihrem Style empfinden, also was sie so eben für Grundrhythmen empfinden, auch ein bisschen entgegenkommen. Und da gibt es eine ganze Menge Komponisten in Deutschland, die haben sich da schon mit beschäftigt. Ich sage jetzt keine Namen, aber zum Beispiel, dann kommt dann eben sowas bei raus, aus, wie zum Beispiel sowas. Ja? Übrigens kannst du auch jazzen an der Orgel. Ne? Es gibt ja zum Beispiel auch Gottesdienste, die haben so Kosmisches als zum Thema Fly Me to the Moon. Kannst du auch an der Kirchenorgel spielen. Was soll das? Ja. Dafür ist er aber allerdings nicht gemacht. Ne? Also das muss man eben wissen, wenn man sowas macht, das ist nicht so das, für das die Orgel eigentlich konzipiert wurde und in der Planung. Ne? Also, aber wir holen die Jugendlichen auch gerne ab und spielen mit denen also auch wirklich ein paar Balladen. Es ist jetzt nicht nur so, dass wir nur klassisch unterrichten. Ja, vielen Dank. Ja. Ich denke, damit wissen alle erstmal so viel, wie sie wissen sollten. Ja. Vielleicht noch eine Kleinigkeit zum Abschluss. Ja. Und zwar bin ich ja hier, weil wir am 8. September den Tag der Orgel haben. Ja. Kannst du uns vielleicht noch mal ganz genau zu dem Tag was sagen? Was findet da in Kirchhain oder in der Umgebung so statt? Kann ich natürlich schon sagen. Also es ist so, die Landeskirche, also Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck, die plant diesen Tag und sie möchte die Orgel wieder natürlich
wichtig, weil sie Weltkulturerbe ist, ne, auch von der UNESCO entsprechend so beworben, wieder stärker ins Bewusstsein der Leute rücken. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht ständig machen würden. Ein Tag, wie gesagt, ein Jahr davor haben wir das auch schon gemacht. Ja. Nur dieses Jahr hat man einfach den Tag des Denkmals sozusagen zum Anlass genommen, um landeskirchenweit Sachen zu machen. Es gibt eine Homepage, Kirchenmusik, Evangelische Kirche von Kuressen-Waldeck. Da kann man sich Anregungen eben auch holen und kann dann, es gibt Bastelorgeln. Es gibt also Möglichkeiten, Orgelpfeifen selbst zusammenzuleimen. Es gibt Bausätze. Und wir haben in Kirchhain an dem Tag leider auch den sogenannten Hit for Heaven Sonntag und auch den Kirchhainer Stadtlauf. Ja. Deshalb machen wir was im Kindergottesdienst eine Woche später, am 15. Und dann noch die Landratswahl. Und die Landratswahl, die kommt auch noch dazu. Ja. Nicht so ganz der glücklichste Termin, aber am 15. machen wir was und im Umfeld von Kirchhain. Also es gibt ein Jazzkonzert in Wora, es gibt in Schweinsberg bei Herrn Brünning in der Kirche ein schönes Orgelkonzert. Direkt in Kirchhain ist einfach zu viel los an dem Tag. Wie gesagt, eine Woche später im Kindergottesdienst machen wir mit einem Gesprächsdialog die Orgelmaus. Und ihr macht, glaube ich, noch an dem Samstag davor noch ein, zwei Veranstaltungen, oder? Also zumindest bin ich jetzt nicht daran beteiligt. Also am Samstag davor, ich habe da andere Konzerte, ja, aber nicht direkt in Kirche. Ansonsten wird man ja dazu wahrscheinlich auch Informationen auf der Kirche von Kurhessen-Waldeck, auf der Seite von Kurhessen-Waldeck finden oder eher auf der Homepage vom Kirchenkreis Kirchhain. Genau, also sämtliche Veranstaltungen, die beworben werden, werden auf dieser Homepage sozusagen zusammengetragen, kann man auch abrufen, man kann sie sich entsprechend auch aussuchen und es ist eine ganze Menge mit dabei, aber es geht halt nicht nur direkt um die Orgel, sondern es geht auch um das gesamte Orgelumfeld. Es kann, wie gesagt, auch mal ein Jazzkonzert an der Hammond-Orgel sein und dazu recht herzliche Einladung von unserer Seite. Ja, super. Ja, dann vielen Dank. Dann kannst du uns gerne, wenn du möchtest, noch einen kleinen Auszug spielen. Ja. Vielen Dank, dass du uns hier alles so schön erklärt hast. Und ich verabschiede mich natürlich auch von euch und bis zum nächsten Beitrag bei Mein Kirchhain. Danke, tschüss. Jo.